Immer mehr junge Frauen interessieren sich für Geldanlage und Vorsorge. Woran liegt das? Was sind die häufigsten Fragen? Und was die größten Herausforderungen? Das bespreche ich heute mit der Expertin Larissa Krawitz. Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria. Ich darf bei der Agenda Austria begrüßen Larissa Krawitz. Hallo Larissa. Hi Nico. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du dich gleich hast testen lassen und mit großem Abstand bei offenem Fenster bei uns sitzt. Ich sage auch gleich dazu, im Hintergrund ist wieder mal Baustelle, falls es Geräusche gibt. Wir reden heute mit dir über Geld und Frauen, Frauen und Geld. Du bist Podcasterin, Vortragende, Buchautorin zu dem Thema. Investorella ist dein Spitzname im Internet. Und wir stellen uns die Frage, wie erreichen Frauen ein hohes Maß an finanzieller Unabhängigkeit? Warum reden wir mit dir heute darüber? Was macht dich zur Expertin für dieses Thema? Also ich habe selbst 15 Jahre lang am Kapitalmarkt gearbeitet. Ich war früher Aktienhändlerin. Ich habe ein Treasury aufgebaut für ein Solarenergieunternehmen, in verschiedenen Banken, in verschiedenen Immobilienfonds gearbeitet. Und mir ist immer aufgefallen, dass es sehr, sehr wenige Frauen in der Finanzbranche, in der Finanzindustrie gab. Und ich fand das immer schade. Und da kam es 2018 dazu, dass ich eigentlich zum Spaß einen Investment-Workshop für Frauen anbieten wollte. Und ich habe damit gerechnet, dass da vielleicht 5, maximal 10 Leute kommen, sich anmelden. Und habe die Frage, ob sich jemand dafür interessiert, in ein Facebook-Forum gepostet. Und innerhalb von 6 Stunden haben sich ca. 130 Frauen dafür angemeldet. Und dann habe ich gedacht, wow, habe den Vortrag gehalten. Daraus wurden viel, viel mehr Vorträge, bis ich sozusagen meinen alten Job gekündigt habe und mein Leben dieser Mission gewidmet habe, Frauen das Thema Investment, das Thema Kapitalmarkt, das Thema Vorsorge näher zu bringen, weil es einfach wahnsinnig wichtig ist. Was ist so die Frage, mit der du am häufigsten konfrontiert wirst? Also was ist sozusagen der Ansatzpunkt, bei dem viele oder die meisten Frauen vielleicht anfangen, darüber nachzudenken? Also die Frage, mit der ich am öftesten konfrontiert bin, ist eigentlich die Frage nach dem Risiko. Kann ich nicht alles verlieren, wenn ich am Kapitalmarkt investiere? Und ja, wenn man es falsch macht oder wenn man ein sehr, sehr hohes Risiko eingeht, ist das auch möglich. Wenn man strategisch daran herangeht, dann kann man das sehr, sehr gut absichern. Und Frauen haben ein bisschen Angst auch oft vor diesem Risiko. Männer gehen da ein bisschen anders heran, erfahrungsgemäß. Also wenn die das erste Mal investieren, das sehe ich auch jetzt in meinem Umfeld, dann ist das immer so, okay, ich mache einen Brokerage-Account auf, ich gebe dort ein paar tausend Euro hin, ich kaufe einfach irgendwelche Aktien und schau mal, was passiert. Und die meisten halten sich einfach von per Definition für den nächsten Warren Buffett in dem Moment, wo sie sich einmal angemeldet haben, nicht? Um das jetzt mal, damit wir jetzt mal in beide Richtungen hier die Klischees bedienen. Ja, und Frauen sind tendenziell sehr, sehr zögerlich. Also die Rückmeldung, die ich auch bekomme, ist von Frauen, die sagen, ich habe dein Buch gelesen, ich habe deinen Podcast gehört, ich habe deine Workshops besucht, aber ich traue mich immer noch nicht ganz. Also, und es ist halt eben wichtig, gerade beim Investieren, wenn man das sollte man längerfristig machen. Je jünger man damit beginnt, desto mehr Zeit hat man, um Vermögen aufzubauen. Der Zinseszinseffekt wirkt besser, je länger man ihn anwendet. Man kann Fehler korrigieren, man kann viel mehr lernen. Und daher ist es sehr, sehr wichtig. Und ich versuche eben Frauen dazu zu animieren, denn wenn man sich ein eigenes Portfolio aufbaut, Schritt für Schritt, idealerweise beginnt man schon, wenn man jung ist, idealerweise macht man das regulär, Monat für Monat, nicht irgendwann in der Zukunft und kann sich somit ein Portfolio aufbauen, einerseits für die Altersvorsorge, aber auch für was immer man sich im Leben wünscht, das Eigenkapital für eine Immobilie, ein Sabbatical, was immer es auch dann sein mag. Eine der Hürden, die mir, und das ist glaube ich geschlechtsunabhängig, auffällt, ist, dass man sagt, naja, aber mit 20, 50, 100 Euro im Monat hat es ja keinen Sinn. Sagen wir mal so, unter 100 Euro, finanzmathematisch gesehen, also wenn man ein Leben lang nur 50 Euro pro Monat investiert, kommt nicht allzu viel heraus. Ich würde es trotzdem schon machen. Warum? Weil es auch wichtig ist, die Gewohnheit aufzubauen. Du musst irgendwo anfangen. Ja, das ist das. Und das Investieren sollte so normal sein wie das Zahlen der Miete, der Stromrechnung etc., dass man immer einen Teil seines Einkommens weglegt für die Zukunft. Und wenn man sich das ansieht, in Österreich die Sparrate ist, glaube ich, jetzt aktuell 10,4%, nach der Corona-Krise etwas höher. Das würde schon reichen. Und wir haben aktuell die Situation, dass wahnsinnig viel Geld auf Sparbüchern liegt, verzinst wird mit einem Zinssatz, der unter der Inflation liegt, das heißt in quasi realwirtschaftlich weniger wert wird. Und gerade deswegen wäre es auch wichtig zu sagen, okay, ich nehme ein bisschen Risiko, kalkuliertes Risiko und ich gehe an die Kapitalmärkte. Das hast du schon ausgedrückt, dass es realwirtschaftlich weniger wert wird. Ich sage meistens, es ist verrottet oder es ist vermodert. Du musst den Menschen das auch klar machen, dass das jetzt auch ein Risiko ist. Und das ist auch meine Frage, weil du sagst, okay, die häufigste Frage, die du hörst, ist das Risiko am Kapitalmarkt. Aber ist das Bewusstsein gestiegen, dass nicht
nichts zu tun auch ein Risiko ist? Ich glaube, das ist besonders in der Corona-Krise gestiegen, weil viele Menschen plötzlich finanzielle Probleme gehabt haben, die nie damit gerechnet hatten. Also viele, gerade Unternehmer, Unternehmerinnen, die eigentlich als Selbstständige sehr, sehr erfolgreich waren, deren Geschäft war plötzlich aus irgendeinem Grund zu und sie hatten von einem Tag auf den anderen null Einkommen, auch wenn das Einkommen sehr, sehr hoch war. Viele Leute haben ihre Jobs verloren und ich glaube, da ist das Bewusstsein gestiegen, dass man sich finanziell auch für Krisen wappnen muss. Und bei Frauen, gerade bei jungen Frauen, also woher kommt da der Anstoß? Also ich glaube, der Anstoß, das erlebe ich in meinen Workshops relativ oft. Noch vor Corona kamen nachher die Leute immer auf mich zu und viele haben mir gesagt, ja, ich bin zu deinem Workshop gekommen, denn meine Mutter ist gerade in Pension gegangen oder will jetzt in Pension gehen und merkt, sie kann sich das eigentlich nicht leisten. Sie hat nur eine Pension von ein paar hundert Euro. Und dieser Pensionsschock der Mütter bewegt die Töchter sehr oft dazu, etwas zu tun. Also ich in der Beratung habe ich auch Kundinnen, die so um 60, 70 sind. Und die animieren ihre eigenen Töchter dazu, schon mit 30 zu beginnen, fürs Alter vorzusorgen. So, jetzt, wenn uns jetzt eine 30-Jährige zuhört, die sich denkt, oh mein Gott, ich habe noch nichts getan, um fürs Alter vorzusorgen. Was sind denn die ersten Schritte? Also ich sage immer, es gibt so die idealen ersten Schritte. Das wäre, dass man einmal in den Kapitalmarkt einsteigt, am besten mit einem günstigen Breitmarkt, ETF, MSCI World, MSCI All Country World Index, sehr stark diversifiziert, um das Ganze mal kennenzulernen. Okay, jetzt müssen wir ganz kurz zurückspulen. Was ist ein ETF, was ist ein Breitmarkt-ETF? Also ETF steht für Exchange Traded Fund. Das sind börslich gehandelte Fonds, die relativ simpel sind, die einen Index kopieren in den meisten Fällen. Mhm. Also es gibt auch aktive ETFs. Aber ein Index, das ist der S&P 500 und der Dow Jones, das hört man immer wieder im Radio und im Fernsehen. Ja, also Indizes sind generell mathematische Rechengrößen für die größten Unternehmen eines Landes, eines Marktes. Mhm. Der ATX. Ja, ATX in Österreich, DAX in Deutschland ist sehr geläufig, Dow Jones, S&P 500 und MSCI World ist eben nicht für ein Land, sondern das sind weltweit die größten Unternehmen in der entwickelten Welt. Und ACWI hat eben auch, steht für All Country World Index, hat eben auch die Emerging Markets, die Entwicklungsökonomien inkludiert. Und da hat man, je nachdem variiert der Index ein bisschen, aber circa die 3000 größten Unternehmen weltweit. Und in die kann man investieren mit dem Kauf eines ETFs, also eines Wertpapiers. Und das ist mal ganz gut zum Kennenlernen. Das wäre so der erste Schritt. Aber das heißt, ich kaufe 3000 Aktien auf einmal? Ja, also es ist ohne mich auszukennen. Also aber ohne mich auszukennen. Also ich bin quasi, weil es ist ja sozusagen einer dieser Hürden ist ja auch zu sagen, naja, aber von Aktien verstehe ich ja nichts. Ja? Muss man etwas davon verstehen oder muss man nur verstehen, warum man sie kauft? Also je mehr man davon versteht, desto besser natürlich. Aber gerade am Anfang, und das macht diese breit diversifizierten, die breit gestreuten ETFs ja auch so praktisch, man muss nicht wissen, wie es um das einzelne Unternehmen steht. Man muss nicht die Bilanzen der einzelnen Unternehmen lesen können. Also das ist nämlich eine sehr, sehr große Hürde eigentlich für die meisten Menschen, die jetzt nicht aus der Branche kommen. Wie lese ich überhaupt einen Geschäftsbericht eines Unternehmens? Was bedeuten diese ganzen? Ja, selbst wenn ich es wüsste, hätte ich keine Zeit, 3000 zu lesen. Ja, also das ist auch sozusagen ein Constraint, wenn man so möchte. Aber gerade bei diesen ETFs, da mit so etwas investiert man in die globale Wirtschaftsentwicklung, in Wahrheit. Mhm. Und da gibt es einige Unternehmen, die werden gut laufen, einige werden schlecht laufen. Das gleicht sich mehr oder weniger aus. Aber die Auswahl der Unternehmen ist einfach so groß, dass man sagen kann, ja, da investiert man in den Weltmarkt. Und deswegen ist es ein einfacher, guter erster Schritt einmal. Wo sind denn jetzt für Frauen im Leben so die größten Hürden und die größten Fallen, die dazu führen, dass ich nie in finanzielle Abhängigkeit gerate quasi? Also wenn wir sehr, sehr klischeehaft sprechen, aber das können wir auch, weil diese Klischees sind ja auch wahr, wenn man sich die Zahlen und Daten dahinter ansieht. Die große Finanzfalle für die meisten Frauen ist das erste Kind. Denn Frauen machen ihre Ausbildung, sie arbeiten, teilweise Akademikerinnen, hochspezialisiert, haben ihre Jobs und dann kommt das erste Kind und dann gehen ca. 70% der Frauen in Teilzeit. Und man muss sich das mal vorstellen, was das in der Praxis bedeutet, auch rechtlich gesehen, wenn man in einem Unternehmen arbeitet als Spezialistin und dann Teilzeit zurückkommt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, einem den gleichen Job wiederzugeben. Das heißt, es kann sein, dass man vielleicht vorher Key Account Managerin war und mit wahnsinnig viel Kundenkontakt und Kundenportfolios gemanagt hat und dann kommt man Teilzeit zurück und dann ist man vielleicht Sales Assistentin und muss einen Job annehmen, den man vielleicht hatte, als man Anfang 20 war. Und das ist natürlich ein extrem, also ich sehe das in meinem Umfeld, ein extrem frustrierendes Erlebnis,
wenn man sich etwas aufgebaut hat und plötzlich muss man da von Null beginnen. Das demotiviert Frauen ganz stark und natürlich ist da auch eine Rieseneinbuße, was das Einkommen betrifft. Weil ich weniger arbeite als vorher? Ja, also viele Frauen steigen ein mit 20, 25 Stunden und haben um die 60% ihres vorherigen Einkommens. Und dann kommt oft das zweite Kind, dann wird noch mehr reduziert. Nach dem zweiten Kind sind sehr, sehr wenige Frauen in Vollzeitarbeit und dann bleibt nur mal ein sehr geringes Einkommen übrig. Und da schlittert man als Frau sehr, sehr oft eben in die finanzielle Abhängigkeit hinein. Und die Scheidung, falls sie dann kommt, und die Scheidungsrate ist um die 50%, bei Zweitehen sogar noch höher. Da habe ich vor kurzem gelesen, dass die Scheidungsrate bei Zweitehen um die 70% liegt. Und dann, also eine Zweitehe wird ganz schnell eine Drittehe sozusagen. Ja. Na, meistens wird dann gar keine Ehe draus. Irgendwann muss man es ja lernen, nicht? Und dann stehen viele Frauen da und haben ein Einkommen, mit dem sie sich es nicht leisten können, eine Wohnung anzumieten. Und das ist natürlich dann wirklich eine fürchterliche Situation, wenn man als Frau darauf angewiesen ist, in einer Beziehung zu bleiben, weil man es sich nicht leisten kann, zu gehen. Das sollte auf gar keinen Fall passieren. Ich versuche gerade junge Frauen auch davor ein bisschen zu schützen, denn das ist weder für die Frau, weder für die Kinder natürlich, ist das eben auch eine sehr, sehr schlimme Situation, wenn sie damit aufwachsen, dass ihre Mutter in Gefangenschaft lebt, wenn man so möchte. Und natürlich gibt es Paare, wo das gut funktioniert, die es wirklich schaffen, auch wenn einer der beiden weniger arbeitet, das Einkommen, das Vermögen gut aufzuteilen. Was ich aber in der Praxis erlebe, und das finde ich ist das Allerschlimmste, dass Pärchen und gerade Frauen da einfach reinrutschen und dass nie drüber gesprochen wird. Also dieses Gespräch, ja, wie machen wir das, wenn einmal ein Kind da ist, wird nicht geführt, sondern ja, gut, dann bleibst du halt eine Zeit lang zu Hause, nimmst vielleicht, ja, ich kümmere mich eh um dich und mach dir keine Sorgen. Und so werden diese Gespräche oft abgeschmettert. Und da denke ich mir, es ist wirklich wichtig, auch Frauen die Werkzeuge mitzugeben, im Sinne von, dass sie wissen, ja, was kostet mich das eigentlich, wenn ich wieder Teilzeit arbeite? Wie kann ich das vielleicht mit meinem Lebenspartner arrangieren, wenn dieser Vollzeit weiterarbeitet? Ich meine, es gibt es natürlich auch umgekehrt und die Väterkarenz gewinnt mehr und mehr an Popularität, ist aber dennoch relativ selten. Es gibt noch immer genug Unternehmen, wo den Vätern schon zwischen den Zeilen klar gemacht wird, dass sie theoretisch natürlich schon auf Väterkarenz gehen können, nicht? Also theoretisch. Also der Chef hat es nicht gemacht und der Chef vom Chef hat es auch nicht gemacht, aber theoretisch ist es natürlich möglich. Eine Frage ist für mich auch ein bisschen, okay, es gibt ja diese zusätzlichen Hürden für Frauen, die Teilzeit, die Karenzzeit und stark daraus resultierende Gender Pay Gap natürlich, der sich dann sozusagen negativ compoundet bis zur Pension. Aber gleichzeitig ein Großteil der Männer macht sich ja darüber auch keine Gedanken. Also es ist ja nicht so, dass die Männer da sitzen und sich ausrechnen, wie sie jetzt irgendwie die bessere Pension abcashen oder die bessere Altersvorsorge machen, sondern damit ich überhaupt darüber reden kann in einer Beziehung, muss überhaupt das Thema am Tisch liegen, oder? Mhm. Ja, und ich denke mal, deswegen ist auch eine Sache, die ich immer sage bei all meinen Workshops ist, wenn du deine beste Freundin, Cousine, Schwester, Kollegin, Mama, Tochter liebst, dann sprich mit ihr über Geld. Weil das ist der erste Schritt. Frauen müssen untereinander beginnen, über das Thema überhaupt zu sprechen. Das ist das Allerwichtigste. Also ich habe einmal analysiert für einen Podcast, wie oft Frauen über das Themen wie Beauty, Abnehmen und Make-up sprechen, im Vergleich zu wie oft sie über Geld sprechen. Und ich habe das gemacht, ich habe Online-Foren, die ja anonym sind, wo die Leute einfach sagen können, was sie gerade interessiert, das ist ja total ungefiltert. Und bin draufgekommen, es wird 1000-mal so viel über das Thema Abnehmen gesprochen, wie über das Thema Geld. Und ich denke mir, auch aus feministischer Sicht, wünsche ich mir wirklich sehr, dass sich das ausgleicht und dass sich Frauen über ihre finanzielle Zukunft mehr Sorgen und Gedanken machen, als vielleicht über ein paar Muffins am Rande der Jeans, wenn man das so sagen kann. Ja. Ist das anderswo anders? Also wir haben ja in Mitteleuropa, Österreich, Deutschland grundsätzlich das Problem, dass über Geld wenig gesprochen wird, was eine ganze Reihe negativer Folgen hat. Aber gibt es andere Gesellschaften auf der Welt, wo Frauen selbstbewusster auftreten, was das betrifft? Auf jeden Fall. Also es ist sehr stark kulturell geprägt. Wenn man sich jetzt den angloamerikanischen Raum ansieht, da ist einfach wesentlich mehr Bewusstsein, weil die Pensionssysteme anders sind und weil private Vorsorge und privates Investment normal sind. Und da gibt es auch, das muss man auch dazu sagen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür. Also wenn man sich ansieht in den USA, diese Roth IRAs, 401ks, wo man quasi steuerlich günstig für die Zukunft investieren kann, ISAs in England, Australien hat ein ähnliches System. Da sind Frauen auch schon wesentlich besser informiert, einfach weil es Teil des Lebens ist. Kulturell anders zum Beispiel ist es in China.
Ich wurde einmal eingeladen zu einem Karaoke-Abend mit einer chinesischen Familie. Das war ein Geschäftstermin. Und sie haben mir erklärt, dass es normal ist, dass die Frau das Abendessen bezahlt, weil in China, ich glaube, 85% der Frauen das Geld in der Familie managen. Das ist einfach kulturell anders. Und da wird ganz offen, ganz anders darüber gesprochen, einfach weil das Teil des Alltags ist. Und der Mann bringt das Geld heim, aber die Frau ist diejenige, die es dann managt. Und ich denke mir, vielleicht ist das einer der Gründe dafür, dass China auch das Land der Milliardärinnen geworden ist, weil Frauen einfach das Thema Geld ganz anders sehen und es ist kein Tabu für sie. Das ist sehr gut. In Amerika ist natürlich auch klar, also wenn du quasi ein Pensionssystem hast, wo du auch diese Illusion nicht hingibst, dass der Staat sich um dich kümmert, wenn du 60 wirst, dann wirst du auch früher dazu gezwungen, oder dann ist es vielleicht auch ein offeneres Thema. Woran liegt es denn, dass wir jetzt so stark darüber reden? Ist das deswegen, weil es keine Zinsen am Sparbuch gibt? Ist das deswegen, weil tatsächlich die Leute sich Sorgen machen vor der Pension? Oder ist es auch deswegen, weil es Leute wie dich gibt und Foren gibt, wo man auch Fragen stellen kann? Also ich glaube, es sind einige Faktoren, die da zusammenspielen. Ich denke mir, es ist einerseits, weil die Generation meiner Mütter eigentlich die erste Generation ist, die geschieden in Pension geht, wenn man so will. Das heißt, da ist dieser Faktor, die dann ihren Töchtern sagen, bitte, du bist jetzt 30, bitte sorg vor. Dann ist es natürlich, ich glaube, die Corona-Krise und wie stark sich die Märkte in der Corona-Krise bewegt haben. Weil die meisten Menschen haben wirklich Angst vor einem Börsencrash. Und es gab eben März 2020 so einen richtigen Crash und dann hat 6 Monate gedauert und die Märkte haben sich erholt. Gut, aber das ist vor allem deswegen, wenn wir einfach Geld gedruckt haben. Ne? Also das ist jetzt auch nicht wirklich beruhigend. Naja, ich denke, es hat einen, gerade für Erstinvestoren oder gerade für Leute, die Angst haben, in einem Crash alles zu verlieren, die sehen, naja, die Märkte erholen sich ja wieder. Und ich glaube, viele Menschen haben gerade 2019 darauf gewartet, auf eine Situation überhaupt einzusteigen. Und man sieht das auch, wenn man mit den Online-Brokerages spricht. Die hatten noch nie so viele Depoteröffnungen wie im Jahr 2020. Deren Kundenservice ist teilweise überfordert damit und die hätten das nie erwartet, dass so viele Menschen plötzlich einsteigen wollen. Das stimmt, die Millennial-Generation war offenbar auf diesen Punkt vorbereitet, das haben die Amerikaner auch gesagt, dass da also massiv zugekauft wurde im März und April 2020. Ja, und ich glaube, in den USA waren das teilweise auch Leute, die ihre 1200 Dollar Stimulus-Checks sofort in Aktien oder auch in Kryptowährungen investiert haben. Ich glaube, da hat die Corona-Krise einiges gemacht und ich glaube, gerade bei jungen Leuten, die dann lange zu Hause waren, die hatten einfach die Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich denke mir, das spielt auch rein und die Kryptowährungen. Ich denke mir, das ist ganz, ganz, ganz gerade bei der jungen Generation ein wichtiges Thema, weil die hohe Performance der Kryptowährungen, diese starken Marktbewegungen sehr stark in den Medien sind. Und ich höre oft von Leuten aus dem Krypto-Business, dass junge Leute das erste Mal im Leben Kryptowährungen kaufen und dann kommen sie drauf, hey, es gibt ja auch noch diesen klassischen Kapitalmarkt, ja, mit Aktien und solchen Sachen. Was die alten Leute machen, nicht diese langweiligen Aktien. Aber es stimmt, glaube ich, tatsächlich, weil natürlich die Kryptowährungen den Vorteil haben, da kann ich nicht zur Bank gehen und da kann ich auch nicht zu Mama und Papa gehen, die kennen sich da nicht aus. Das heißt, da habe ich mein eigenes Ding. Und man kennt auch vielleicht jemanden, der da schon drinnen ist. Also die Berührungsängste sind teilweise, das, also würde ich sagen, viel zu gering eigentlich, was das betrifft. Also da ist, muss man auch dazu sagen, auch vor allem bei Männern aus meiner Erfahrung, aber da gibt es gar keine Berührungsängste und da haust du dann dein Geld in irgendwelche Projekte rein, von denen du über Wahrheit keine Ahnung hast. Also auch das ist jetzt nicht ungefährlich, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Also ich sehe das auch, also einerseits Kryptowährungen, andererseits die ganzen Neo-Broker, Robinhood, die GameStop-Geschichte, da hat man gesehen, dass die Gamification von diesen Apps junge Leute schon ein bisschen zum Zocken verleitet, was natürlich kapitalmarkttechnisch nicht unbedingt gewünscht ist oder auch verhaltensökonomisch eigentlich relativ gefährlich, gerade wenn man sich daran gewöhnt. Gleichzeitig, also das ist so die Schattenseite des Ganzen, gleichzeitig machen diese Apps den Kapitalmarkt einer neuen Schicht von Investoren, Investorinnen zugänglich überhaupt. Denn ich glaube gerade, ich meine, ich bin jetzt schon so ein Elder Millennial, die jüngeren Millennials sind einfach in der digitalen Welt so sehr verfestigt, dass zu einer Bank gehen und dort irgendwelche Zettel unterschreiben relativ weit von deren Welt entfernt ist. Aber eine App, wo man sich innerhalb von 10 Minuten registriert und hat man Videolegitimation und dann kann man investieren, das ist einfach sehr, sehr attraktiv schon. Und es ist auch meistens billiger, weil zur Bank gehen und Zettel unterschreiben kostet. Ja, also wenn man sieht, welche Transaktionskosten die Neobroker verlangen, also teilweise also wirklich 0 Euro Trades, 0 Euro ETF-Sparpläne, das ist ja schon relativ attraktiv für junge Menschen, die wirklich eben nur diese 50 Euro im Monat vielleicht haben, um zu investieren. Und dann wissen sie, hey, damit kann ich schon ein bisschen was machen. Ist es nicht auch dieses ins kalte Wasser springen, dieses Selbstverantwortung übernehmen über die eigenen Finanzen, dass man erst einmal
irgendwie über diese Hürde man erstmal kommen muss, vollkommen geschlechtsunabhängig? Also ich glaube, von dem, was ich aus meinen Workshops oder auch aus dem Umfeld mitbekomme, aber gerade auch mit das Feedback, ist es, dass es da immer einen Trigger-Moment gibt. Der kommt meistens aus dem Umfeld. Wie du zuerst richtig erwähnt hast, ja, mein Freund, meine Freundin hat Bitcoin gekauft. Und dann sehen sich junge Menschen das an. Oder andere sprechen eben über ihre Investments, dass sie begonnen haben zu investieren. Also so entsteht das sehr, sehr oft. Und bei manchen Leuten ist es auch irgendwie ein finanzieller Schock. Dann beginnen sie nachzudenken. Dann denken sie sich, hey, ich sollte mir eigentlich was aufbauen, ich sollte mich absichern. Und das, was auch eine Riesenrolle spielt aktuell, ist Social Media und YouTube. Gerade bei jüngeren Menschen, weil es gibt sehr viele FIRE-Channels, FIRE, Financial Independence, Retire Early, von Leuten, die einfach wirklich, und die prahlen alle damit, hey, ich habe 70% meines Gehalts gespart und investiert, und die sagen, okay, ich gehe mit 30 in Pension oder ich gehe mit 40 in Pension. Und diese Bewegung hat im Jahr 2009 begonnen und bekommt gerade bei jungen Leuten, die in der digitalen Welt sehr verfestigt sind, da kommt das immer mehr in den Mainstream. Auch ich habe gemerkt, auch im Dachraum, auch in Österreich, das sind oft öfters die Frugalisten, die wirklich wahnsinnig viel sparen und investieren, weil sie sagen, hey, ich möchte nicht immer arbeiten. Und ich glaube, gerade auch bei den Millennials, eine Generation, die sich doch sehr mit dem Beruf identifiziert, da ist das sehr attraktiv zu sagen, ich habe viel Geld auf der Seite, ich kann davon leben und ich arbeite nur mehr das, was mir wirklich zusagt. Aber das größte Problem bei jungen Menschen ist doch eigentlich das Sparen an sich, oder? Weil die Wahrheit ist doch, wenn man anfängt mit 50 Euro, 100 Euro, man verändert ja dann sein eigenes Verhalten und fängt dann auch an, das wertzuschätzen, Geld auf die Seite zu legen. Aber in Wahrheit machst du das eben erst ab dem Zeitpunkt, wo du vielleicht ein bisschen mehr verdienst, weil du eben vorher gar nicht in diese Verlegenheit kommst. Also ich denke mir, man muss so... Einerseits ist es für junge Menschen aktuell leichter, da hineinzukommen, eben wegen einem sehr, sehr günstigen digitalen Zugang zu den Märkten. Andererseits sind die Versuchungen auch gestiegen. Das ist irgendwie so ein bisschen die Schattenseite von Social Media. Ich meine, Social Media Advertising, die Social Media Giganten wissen ganz genau, was man gerne kauft. Also die Verleitung zu zusätzlichem Konsum ist heutzutage, glaube ich, viel, viel höher als vielleicht in den 90er Jahren oder auch in den frühen 2000er Jahren. Das macht es schon schwierig. Und natürlich die individuelle finanzielle Situation. Also ich glaube, man muss sich zuerst auch mal etablieren, wenn man jung ist, man braucht mal eine Wohnung, man braucht mal einen Job überhaupt, was in der Corona-Krise auch nicht einfach ist, um dann anzufangen. Jetzt mal zurück zum Kernthema. Okay, jetzt bin ich eine junge Frau, ja, gerade zu arbeiten angefangen, baue mir mein Leben auf. Also wie gehe ich da konkret an die Sache heran? Jetzt habe ich schon ein Depot, mache meinen Sparplan. Wie sage ich das dann meinem Partner, den ich gerade kennengelernt habe, dass das jetzt mein Geld und das geht ihm nichts an und da spare ich jetzt weiter bis in die Pension, egal was passiert? Also ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig. Es gibt so gewisse, würde ich sagen, Pivot Points auch in Beziehungen. Einer davon ist, wenn man zusammenzieht. Also wenn man sagt, okay, man gibt die separate Haushaltsführung auf und macht eine gemeinsame Haushaltsführung. Dann setzt man sich normalerweise oder sollte sich zusammensetzen und sagen, okay, wie machen wir das mit dem Geld? Wer bezahlt was? Teilen wir das 50-50? Teilen wir das proportional anhand des Einkommens auf? Und da sollte man eben auch über die eigenen finanziellen Ziele sprechen. Und da wäre es eigentlich der Punkt zu erwähnen, hey, ich habe meine ETF-Sparpläne, das ist meine Zukunftsvorsorge, da baue ich mir mein Portfolio auf, wie machst du das, etc., etc., um das dann auch zu koordinieren. Und ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, idealerweise bevor man das Kinderhaben angeht, dass man das bespricht, dass man dann sagt, hey, wir haben vor, Kinder zu haben, wie machen wir das in Zukunft finanziell? Wie geht sich das aus? Wie geht sich das auch aus für meine Zukunftsvorsorge? Welchen Teil wird wer leisten? Und da kann man das sich schon ausmachen. Und ich glaube, es wäre auch wichtig, denn ich habe auch die Erfahrung gemacht, es gibt immer wieder Fälle, die das machen, die dann die Beziehung beenden, weil sie merken, okay, ich bin da an jemanden geraten, der überhaupt nicht gewillt ist, da irgendwie flexibel zu sein, zu teilen und dann noch sehr, sagen wir mal, ich möchte nicht sagen traditionell unterwegs ist, aber sehr teilweise vielleicht etwas egozentrischer unterwegs ist. Also das gibt es auch immer wieder und das ist, glaube ich, eigentlich eine gute Sache. Denn gerade wenn man diesen Schritt wagt und eine Familie gründet, dann sollte es auch finanziell auf solider Basis geschehen. Wir haben ja vorher schon die Scheidungszahlen zitiert. Also ich glaube, das ist relativ klar, dass der Hauptgrund für Scheidungen sind immer die finanziellen Geschichten, oder? Ja, finanzielle Streitigkeiten, das ist immer so das Thema, das angegeben wird als eines der häufigsten Streitigkeitsgründe in Beziehungen. Und ja, da ist es aber
Ich glaube, das ist nicht so oft das Investment, da ist es dann eher öfters das Thema, wer gibt was aus. Gerade, also so ganz klischeehaft, gibt es auch so diese Sparer und die Big Spenders. Die Abwesenheit des Investments ist eher der Streit. Es wird wahrscheinlich wenig Scheidungen geben, weil der eine den Emerging Markets ETF und der andere den Developed Markets ETF kaufen will. Ich meine, das wäre eine Sendung für sich, wenn das passieren würde. Aber es ist tatsächlich ja, das Geld kann auch mal knapp werden, egal wie viel du verdienst. So ist es ja nicht. Das hat ja fast, also es ist, natürlich ist es besser, wenn du mehr verdienst, aber die Menschen geben halt auch gerne Geld aus. Ja, und ich denke mir, das ist in Österreich auch ein sehr kontroverses Thema, wenn man darüber spricht. Weil es heißt oft, es gibt viele Menschen, die gerade mal ihre Fixkosten verdienen, die gerade mal über die Runden kommen. Wenn man sich die Zahlen aber ansieht, wir haben doch eine sehr, sehr breite Mittelschicht. Und wenn man sich ansieht, es gibt ja von der Nationalbank die Konsumerhebungen. Alle 4-5 Jahre werden die gemacht. Wofür geben Haushalte ihr Geld aus? Wenn man sich das im Durchschnitt ansieht, dann ist da genug Raum, um zu investieren. Also Haushalte geben ca. 70 Euro für Alkohol und Zigaretten pro Monat aus. Also allein schon, wenn man aufhört zu rauchen, ein bisschen weniger trinkt, dann hat man schon ein bisschen was. Aber aufhören zu rauchen ist, glaube ich, schwieriger als anzufangen mit ETF investieren. Das darf man nicht, also das darf man nicht so leicht in den Raum stellen. Das ist einer der härtesten Drogen überhaupt, um davon loszukommen. Also ich habe früher mal geraucht, muss ich sagen. Ich habe dann Anfang 20 aufgehört damit. So unter anderem auch aus gesundheitlichen, unter anderem auch aus finanziellen Gründen, weil ich mir gesagt habe, hey, es ist schade um das Geld. Und im Prinzip bei dem Thema Konsum, da geht es einfach um die paar extra Dinge, die man nicht braucht. Und gerade was junge Frauen betrifft, wenn man sich da ansieht, was für gewisse Dinge ausgegeben wird, und das sind es teilweise Kleidung, Make-up. Das ist eine Sache, die mich persönlich teilweise schockiert. Und ich tue mir ein bisschen schwer damit, immer zu hören, ja, junge Menschen haben relativ wenig Geld, und gleichzeitig sehe ich einfach die Umsätze, die gemacht werden mit jungen Menschen in diesen Branchen. Da weiß man ja, also da gibt es ein bisschen Luft nach oben beim Sparen. Ich bin jetzt eine 23-jährige Studentin, wie viel Geld kann ich im Monat für Make-up ausgeben? Also Make-up und Kleidung auch bei sehr jungen Menschen, das geht bis 100, 150 Euro pro Monat. Also das ist schon richtig, richtig, richtig viel. Und glaubst du, dass jetzt die Corona-Krise auch insofern eine Wirkung entfaltet hat, als dass dann die Leute zu Hause sitzen, kein Geld ausgeben für Make-up, kein Geld ausgeben für Kleidung und drauf kommen, wie viel Geld sie eigentlich sparen könnten? Ich denke mir, das hat auch eine Rolle gespielt. Ich glaube aber nicht unbedingt Make-up und Kleidung. Ich glaube, es war eher was anderes, nämlich das Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Dass Leute einfach, weil der Urlaub ist doch eher einer der teuren Kostenposten in einem normalen Haushaltsbudget, dass Menschen einfach nicht auf Urlaub gefahren sind, dass Menschen, oder das, was doch relativ teuer ist, was man immer wieder merkt, sind Städtetrips. Man hat zwar einen sehr, sehr günstigen Flug, ein günstiges Hotel, aber am Ende des Tages kostet ein Städtetrip auch mehrere hundert Euro, wenn man dann wirklich alle Rechnungen sammelt und das zusammenrechnet. Und das ist zum Beispiel total weggefallen. Städtetrips, aber auch Fernreisen um doch mehrere tausend Euro, und das Geld ist den Leuten, also man sieht das ja auch in der Sparrate, die bei ca. 7,5 war 2019 und jetzt 10,4% in Österreich, also dass da einiges, und ich nehme an, es ist vor allem dieses Urlaubs- und Weihnachtsgeld, das da gespart wurde. Das heißt, da ist jetzt ein bisschen Kapital da. Die Frage, wie das dann weitergeht, weil jetzt in den Wirtschaftsmedien wird ja eher spekuliert, dass die Leute, sobald sie dürfen, rauslaufen und so wieder Geld ausgeben wie die Verrückten, was ja durchaus möglich ist gesamtgesellschaftlich. Was sind denn so die anderen wichtigen praktischen Tipps, die man für Frauen hat? Also auch, weil es über das Leben geht. Ja? Also wo sind die wichtigen Punkte, bei den neuralgischen Punkten, wo ich aufpassen muss? Also ich glaube, der erste wirklich wichtige Punkt ist die Berufswahl. Das ist ganz, 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 ganz essentiell. Und immer, wenn ich damit konfrontiert bin, wie die Berufswahl getroffen wird oder wie das bei mir auch war oder wie das jetzt gehandhabt wird, da wird irgendwie nur der Beruf selbst verkauft, aber nicht das ganze Leben. Und jeder Beruf, egal welchen Beruf man wählt, hat auch einen gewissen Lebensstil, der da quasi dabei ist, und das wird nie besprochen. Es geht immer darum, ja, worin bin ich gut, was gefällt mir. Es geht aber nie darum, wie viel kann ich damit verdienen? Kann ich mich in diesem Beruf selbstständig machen? Kann ich in diesem Beruf in einem anderen Land arbeiten? Es gibt einfach gewisse Berufe, die sind an eine Nation gebunden, wenn man bedenkt, so zum Beispiel im Rechtsbereich. Also da müsste man, wenn man da irgendwie in einem anderen Land neue Zulassungen etc. etc. Das wird eigentlich nie beachtet. Und wenn man einen Beruf wählt, ist das nicht einfach nur etwas, das Spaß machen sollte, sondern man muss auch wissen, das ist an einen gewissen Lebensstil gebunden, und damit muss man ebenfalls rechnen. Das wird, glaube ich, jungen Menschen zu wenig vermittelt. Das ist so der erste Punkt. Ich glaube, der zweite Punkt ist dann einfach in der Beziehung die gemeinsame Haushaltsführung. Wenn man zusammenzieht, wie regelt man dann die Finanzen? Und ich glaube, der wichtigste Punkt überhaupt ist die Familiengründung, das erste Kind. Ja, das ist der allerwichtigste Punkt. Und ich glaube, da müssen Frauen auch erziehungstechnisch ein bisschen über ihren Schatten springen, Männer ebenfalls, denn
wenn man verliebt ist, natürlich sagt man als Frau, ja, ich habe einen Mann, dem ich vertraue und es wird schon alles gut gehen. Und als Mann, nehme ich mal an, sagt man, ja, ich liebe diese Frau, natürlich werde ich immer für sie da sein. 10 Jahre später kann die Welt aber anders aussehen. Und ich glaube, da muss man auch irgendwie über seinen Schatten springen und sehr, sehr offen über diese Dinge auch sprechen. Gibt es irgendeine Versicherung, einen Weg sozusagen, um wirklich alle Unsicherheiten rauszunehmen, oder ist es am Ende des Tages auch ein bisschen eine Frage des Glücks? Naja, sagen wir so, das Leben birgt schon seine Risiken und es gibt immer wieder Dinge, die passieren können. Natürlich kann man sehr, sehr viel absichern, einfach indem man Geld auf die Seite legt. Also es gibt die verschiedensten Krisen, in denen es auf jeden Fall hilft, ein bisschen was auf der Seite zu haben. Es gibt das Pensionssplitting für Pärchen, um den Pensionsanspruch aufzuteilen, nachdem man ein Kind hat. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt, den eigentlich, ich glaube, es soll jetzt das verpflichtende oder automatische. Es soll bald kommen. Aber viele Dinge sollen kommen in diesem Land. Es sollte auch die Kapitalertragssteuer wieder abgeschafft werden und auch das langfristige Investieren ein bisschen angereizt werden. Also was kommen soll, können wir uns nichts kaufen, aber gehen wir mal davon aus, dass es vielleicht irgendwann passiert ist mit dem Pensionssplitting. Sollte man aber wahrscheinlich, also jetzt ist es schon freiwillig möglich, sollte man jetzt schon machen, nicht? Ja, und es ist, das Lustige ist, und ich glaube, es war die Katharina Mader, die da eine Erhebung dazu gemacht hat, zu dem freiwilligen Pensionssplitting. Es wird von wahnsinnig wenig Menschen genutzt, aber wenn Leute es nutzen, dann sind es die Männer, die zu Hause bleiben. Das heißt, wenn der Mann dann sagt, hey, ich mache die lange Karenz, dann sagen sie, hey, hier ist der Zettel fürs Pensionssplitting, liebe Frau, du gehst weiter arbeiten, du verdienst weiter gut, bitte unterschreib. Und das ist das Schockierende. Das heißt, wenn die Männer dann in Karenz gehen, dann achten sie darauf, dass sie finanziell abgesichert sind oder bis zu einem höheren Grad finanziell abgesichert sind, was auch richtig ist. Und ich glaube, da sind Frauen vielleicht von der Erziehung her noch ein bisschen zu zurückhaltend, um wirklich zu sagen, hey, reden wir darüber, machen wir das. Es ist wahnsinnig wichtig für unsere Zukunft. Wenn du mich liebst, dann reden wir auch offen darüber. Zur Verteilung der Männer zu sagen, es ist halt auch einfacher, quasi darüber nachzudenken, was notwendig ist, wenn du quasi etwas tust, das aus der Norm fällt. Und wenn du als Mann zu Hause bleibst, dann ist das eben so, es fällt aus der Norm und deswegen fängst du auch an, diesen Prozess zu überlegen, was das bedeutet. Während du als Frau eher geneigt bist wahrscheinlich zu sagen, ah, um Gottes Willen, wir sind schwanger und dann geht das auch alles ganz schnell und du hast eigentlich auch keine Zeit, über diese Dinge nachzudenken und bist auch wirklich mit anderen Dingen beschäftigt. Ja, und das finde ich, ich habe einen einjährigen Sohn und das heißt, meine erste Schwangerschaft ist gar nicht so lang her. Das, was ich schon sehr stark beobachtet habe, ist, wenn man einmal schwanger ist, es kommen da sehr, sehr viele Dinge auf einen zu, was ich als Mutter jetzt nicht so toll finde. Ich nenne es den ganzen Baby- und Elternkonsum. Es gibt wahnsinnig viele Dinge, von denen man denkt, okay, man braucht sie, sie werden beworben, man sollte sie kaufen. Da muss man wahnsinnig aufpassen. Yeah. Also, und ich möchte also all den Frauen, die da draußen jetzt zuhören, sagen, wenn du nicht ein holzgeschnitztes Türschild mit dem Namen deines Kindes hast, das irgendwie auf Facebook für einen horrenden Preis beworben wird, dann bist du keine schlechte Mutter. Ja? Also das ist immer dieses gute Eltern kaufen XY. Und was du nicht auf Willhaben kaufst, hast du zu teuer gekauft. Oder? Ja, oder ich finde es auch immer so lustig, manche Dinge, also da gibt es gewisse Dinge, die sind aus 4 Holzstöcken gefertigt und da habe ich mir gedacht, muss ich eh mal eine Meme machen, da hat man 4 Holzstücke, 5 Euro bei Obi, 4 Montessori-Holzstücke, 130 Euro. Ja. Also da werden oft Dinge eben so ein bisschen mit dem beworben, ja, wenn du eine gute Mutter sein willst, dann kauf all diese Dinge für dein Kind und diese, ich glaube, da schlittert man wahnsinnig schnell rein, anstatt eigentlich zu sagen, hey, meine Kinder brauchen Liebe, Kinder brauchen Aufmerksamkeit, man bekommt so viele Dinge geschenkt, zu sagen, es wäre eigentlich wirklich wichtig, auch über die finanzielle Zukunft nachzudenken. Das ist wichtiger als die Wandfarbe des zukünftigen Kinderzimmers. Vor allem, wenn man auch nicht unterschätzen darf, wie viel Zeug es eigentlich inzwischen gibt. Also auch als wir Kinder waren, war das tatsächlich weniger, weil es einfach noch ein bisschen teurer war. Inzwischen kannst du ja für 10 Euro Plastikspielzeug kaufen, das mit dem nach einer Woche das ganze Kinderzimmer voll ist. Und es gibt Freunde und Verwandte und so weiter, die machen das dann auch und dann hast du so viel Zeug, da weißt du gar nicht mehr, wie du die Kastentür zubekommen sollst. Meine Tochter ist 2,5. Was soll ich ihr beibringen? Also ich habe vor, dass also mit meinem Sohn und auch vielleicht mit zukünftigen Kindern, das so zu machen, dass das Taschengeld der Kinder ein bisschen aufgeteilt ist. Also dass Kinder ein bisschen Geld zum Ausgeben bekommen, um einfach auch zu lernen, wie man mit Geld, sagen wir so, mit Konsum umgeht, aber auch, dass sie so eine Art Investmentbudget bekommen.
Und sobald sie alt genug sind, dürfen sie auch entscheiden, okay, wo investieren wir? Ich bin auch ein großer Fan davon, Geld zu spenden. Also, dass man das gemeinsam mit Kindern dann abspricht, so einmal im Monat, okay, wir spenden als Familie etwas, wo geben wir das hin und warum? Und ich glaube, das ist wichtig. Also einfach auch altersangepasst. Ich glaube, zweieinhalb, das ist noch ein bisschen jung. Meine Frage war gar nicht, was mache ich mit ihr, wenn sie zweieinhalb ist? Mein Sohn ist viereinhalb, sondern eigentlich konkret, was mache ich mit meiner Tochter? Weil was ich mit meinem Sohn mache, ist jetzt nicht klar, aber ich, bei meinen Kindern braucht man sich hoffentlich sowieso keine Sorgen machen, weil die wachsen eben mit diesem ganzen Kladderadatsch auf. Aber gibt es irgendwo einen Punkt, wo man bei Mädchen ansetzt, grundsätzlich? Also ich glaube, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, das sehe ich sehr stark in meinem Umfeld, ist, wenn Mädchen 11, 12 Jahre alt sind. Denn was da eintritt, ist, also quasi, da wird man so zum Teenager. Und ich glaube, da ist es extrem wichtig, dass junge Frauen einfach lernen, dass sie Menschen sind, dass sie keine Objekte sind im Sinne davon, sie müssen hübsch, sie müssen schön sein, sie müssen viel Make-up tragen, sie müssen immer toll gekleidet sein. Denn ich merke in meinem Umfeld, ab diesem Alter setzt das sehr, sehr stark ein. Und da gibt es eine wahnsinnig traurige Studie aus den USA, wenn Kinder gefragt werden, was sie werden wollen. Und ich glaube, die werden so mit 4, 5 5, 6, wenn sie dann in die Volksschule kommen, werden sie gefragt, ob sie vielleicht mal Präsident oder Präsidentin werden wollen. Und Buben und Mädchen nennen dieses Ziel gleich häufig. Und wenn man sie dann später fragt, mit 12, 13, dann sagen das die Buben immer noch zu einem hohen Prozentsatz, aber die Mädchen haben teilweise aufgegeben. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, auf den man achten muss, dass man als Frau nicht, dass der Wert einer Frau sich nicht nach ihrem Äußeren richtet. Ich glaube, das muss man gerade Mädchen wirklich, wirklich auch noch verinnerlichen. Und ich denke mir, das geht gut mit sehr, sehr vielen Aktivitäten, mit Sport, mit intellektuellen Aktivitäten, dass Mädchen einfach auch ihren eigenen Körper spüren, eben im Teamsport oder indem sie viel machen und dass sie dort eben auch sozialen Halt finden und dass sie nicht die ganze Zeit vor Social Media sitzen. Weil da gibt es eben auch, wenn man das beobachtet, sich die Studien ansieht, ja, also da schießt die Selbstmordrate bei Preteens in den USA, wurde das gemessen, einfach in die Höhe. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und denn ich denke mir, das führt dann auch in Zukunft dazu, dass Frauen wahnsinnig viel Geld für ihr Äußeres ausgeben, aber nicht wirklich auf sich langfristig finanziell achten. Und ich habe so ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis zu diesem ganzen Kleidungs-, Beauty-, Konsum etc. Aber es geht ja eher in die andere Richtung. Es geht ja in die Richtung, dass die Männer jetzt auch noch mehr ausgeben sollen für Kleidung, Beauty etc. Das schon, und vielleicht wird es für die auch zum Problem, aber wenn man sich so die Statistiken ansieht, es ist mehr geworden, Männerkosmetik, die Ausgaben von Männern für Kleidung und Fashion und diese Dinge, aber es ist noch nicht, es ist bei weniger als einem Drittel von dem, was die Frauen dafür ausgeben. Wobei ich mir auch wünsche, dass es für junge Männer nicht zum Problem wird, so wie es bei Frauen eigentlich zum Problem geworden ist. Was ist denn mit Konsumschulden? Puh, Konsumschulden ist in Europa oder beziehungsweise in Österreich ist das noch nicht so sehr ein Problem wie in anderen Ländern. Aber ja, also gerade bei jungen Menschen muss man sehr darauf achten. Und ich denke mir, dass das oft für junge Menschen eine Falle ist, wo in der Familie keine finanzielle Aufklärung stattgefunden hat, wo einfach über das Thema Geld nie gesprochen wurde. Und dann sind sie plötzlich 18, 19, verdienen vielleicht das erste Geld und haben all diese Angebote, teilweise von Kreditkarten von Möbelhäusern oder Zahlung, ja, kauf dir deine Sachen jetzt, zahl in einem Monat und zahl keine Zinsen dafür. Ja, aber wenn man in einem Monat dann vergisst, dann hat man gleich eine Gebühr drauf von 50 Euro und einen horrenden Zinssatz von 13-14%. Ich glaube, so schlittern viele junge Menschen da hinein. Und da ist Aufklärung meines Erachtens echt wichtig, damit junge Menschen überhaupt wissen, ja, wie funktionieren Zinsen? Wie funktioniert dieser Kontoüberzug? Und darüber reden in der Familie ist da, glaube ich, ganz, ganz essentiell. Gibt es da spezielle Fallen für junge Mädchen? Weil ich glaube, also was die Konsumgeräte betrifft, ist relativ klar, ja. Handy, Fernseher, Playstation, Computer, Auto, das betrifft dann auch oft eben junge Männer. Aber gibt es da spezielle Fallen auch für junge Frauen? Man kann mittlerweile bei den großen Fashion-Ketten Kleidung, Billigkleidung auf Pump kaufen. Ich dachte, das ist billig, damit ich es gleich kaufen kann. Ja, wobei es ist einfach eben durch die Digitalisierung auch ist es relativ, relativ leicht möglich, wird auch jungen Menschen zugänglich gemacht und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Also es ist einfach dieses sofortige Belohnung. Und das ist so ein bisschen durch die Digitalisierung, ja, ich in einer App, ich drücke auf, ich habe 3 Klicks und dann habe ich mein Ding und es wird mir nächsten Tag geliefert. Und quasi, dass man sich selbst belohnen kann, unter Anführungszeichen, auch wenn man das Geld noch nicht hat. Aber es gibt doch auch den Trend,
auch durch die Digitalisierung, dass du durch die Ausschaltung der Mittelsmänner und Frauen höhere Qualität zu günstigeren Preisen anbietest. Worauf ich hinaus will, ist, ich sehe schon einen gewissen Trend auch in Richtung, sich zu überlegen, naja, wie lange habe ich das denn, was ich mir da jetzt kaufe? Weil wenn ich nämlich Schuhe für 50 Euro kaufe, die ich nach einem Jahr weghauen kann, oder ich habe Schuhe für 300 Euro, die ich aber 10 Jahre tragen kann, dann sind natürlich die für 300 eigentlich billiger. Ich hab darüber in der letzten Zeit auch viel nachgedacht. Vor allem, es gab wieder, die Arte, die bringen das oft, wieder eine Doku über Fast Fashion. Was das eigentlich für ein fürchterliches Geschäft ist, was die Menschenrechte betrifft, was die Umweltverschmutzung betrifft. Dass es einfach diese super schnell gekauften Kleidungsstücke gibt, die man einmal trägt, wenn überhaupt, und dann wieder wegwirft und dann nochmal ein ökologisches Problem dadurch verursacht. Und ich würde eigentlich auch davon ausgehen, dass auch anhand der Medienpräsenz dieses Themas da viel gemacht wird, dass Leute einfach draufkommen, nein, ich möchte nachhaltiger auch einkaufen, weil ich möchte wirklich Schuhe haben, die ich jetzt dann 5 Jahre tragen kann, die ich auch beim Schuster reparieren lassen kann. Gleichzeitig geht man trotzdem noch von einem 30-prozentigen Wachstum der Fast-Fashion-Industrie in den nächsten 10 Jahren aus. Also es ist für mich auch irgendwie counterintuitive, aber die Wachstumsprognosen sind da. Es muss das ja mal, also ich verstehe das auch, und ich glaube, dieser Vergleich zwischen Fast Fashion und Fast Food ist ja wirklich ein guter, weil bei Fast Food hast du ja auch irgendwie 2 Stunden später wieder Hunger. Und so ungefähr ist es ja bei der Fast Fashion auch. Ja, also vielleicht ist dieser Trend in die eine Richtung einfach noch nicht so stark, wie man glaubt. Ja? Weil, also ich habe das bei den Kinderfahrrädern gesehen, das wirst du dann auch sehen, dein Sohn ist jetzt 1, das wird noch ein bisschen dauern, vielleicht noch ein Jahr, aber dann kommen die berühmten Woom-Bikes, und wir hatten auch den Gründer von Woom schon bei uns im Podcast, und da hat mir dann meine Frau auch erklärt, ja, wir kaufen jetzt ein Woom-Bike. Sag ich, ja super, was kostet das? Ja, keine Ahnung, 250 Euro. Sag ich, ja, bist du komplett wo angerannt? Sagt sie, ja, aber du verkaufst es für 250 wieder weiter. Und das stimmt. Ja? Also diese Stabilität ist absurd, aber sich darüber Gedanken zu machen, kann natürlich auch dabei helfen, langfristig ein bisschen Geld zu sparen. Naja, ich hoffe, es ist ja gleichzeitig das Thema Konsum, das Thema Finanzen, eben auch das Thema Nachhaltigkeit hat ja viel damit zu tun, denn wir produzieren ja auch wahnsinnig viel Müll, beziehungsweise in der Produktion eben nicht nur bei Fast Fashion, sondern bei anderen Konsumgütern, gerade alles, was aus Plastik gemacht ist, das ist wirklich ein Umweltproblem. Und ich hoffe auch, dass der Trend in die Richtung geht, dass man sagt, ja, ich kaufe lieber etwas Hochwertigeres, das mehr kostet, dass ich dann quasi meinen Kindern, dass die Kinder das untereinander weitergeben können, dass das Kleidung ist, die auch noch das dritte Kind tragen kann, dass das Dinge sind, die man an andere Kinder auch noch nachher verschenken kann, die man nicht wegwerfen muss nach 2-3 Mal tragen, nach 2-3 Mal verwenden. Und ich denke mir, deswegen ist Woom auch so erfolgreich, weil es doch viele Leute gibt, die daran denken und die auch Lust haben, wenn sie mal Geld ausgeben, etwas zu haben, das wirklich werthaltig ist. Ich glaube aber noch nicht, dass dieser Trend im Mainstream angekommen ist. Aber zumindest gibt es viel haben, oder? Weil das ist schon etwas, das es zum Beispiel in der Generation unserer Eltern in dem Sinn nicht gegeben hat. Also das ist ja ein ständiges Handeln mit Kinderzeug, das da stattfindet, das auch für eine gewisse Nachhaltigkeit sorgt. Also ja, wie gesagt, als Neo-Mama bin ich auch öfters auf Willhaben unterwegs gewesen, um die verschiedensten Dinge zu kaufen, weil man sie wirklich 50% günstiger bekommt als am Primärmarkt, wenn man so möchte. Und da merkt man aber auch, wie viel Zeug teilweise Leute haben, weil ich habe sehr, gerade Kinderkleidung wurde mir oft, wenn ich etwas gekauft habe bei Willhaben, einfach dazu geschenkt, säckeweise. Also Leute, die einfach wahnsinnig viel Kinderkleidung hatten, und die waren froh, dass ich ihnen einen Sack Babykleidung abgenommen habe. Das merkt man schon, und da habe ich immer wieder gesehen, dass das Thema bei manchen Familien wirklich ausgeartet ist, wie viel Kleidung, wie viel Spielzeuge Kinder haben. Und es gibt mittlerweile auch aus den USA in der Verhaltensforschung Studien, dass das für Kinder sehr schlecht ist, zu viel Spielzeug zu haben, weil sie dann nicht genug Zeit mit einem Spielzeug verbringen, sondern alle paar Sekunden zum anderen Teil springen. Und wenn du halt nur ein paar Dinge hast, dann bleibst du länger bei einem Ding dabei, und das trainiert die Konzentration. Man merkt das total. Das ist ein riesiges Problem, weil du es kaum unter Kontrolle bekommst, selbst wenn du selbst Regeln aufstellst, Verwandtschaft, Großeltern. Und sobald du mit den Kindern dann irgendwo vielleicht unterwegs bist, in einem Haus bei Freunden bist, wo nicht so viel los ist, dann siehst du erst, dass sie natürlich dieses Klischee, ja, die machen das schon mit ihrer Fantasie. Larissa, wir müssen uns ein bisschen beeilen und auch zum Ende kommen. Die entscheidende Frage, die wir heute stellen wollen, deswegen möchte ich das noch einmal aufrollen. Was sind die wichtigsten Eckpunkte, wenn du als junge Frau dafür sorgen willst, im Alter oder zumindest über die Zeit ein gewisses Maß an finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen? Worauf musst du achten und was musst du tun? Also das Erste ist wirklich bei der Berufswahl nicht nur auf den Beruf zu achten, sondern auch auf den Lebensstil, der da quasi mit
kommt, mit dabei ist. Kann man sich selbstständig machen? Kann ich in einem anderen Land arbeiten? Welcher Lebensstil gehört zu diesem Beruf? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, sobald man im Arbeitsleben steht und genug verdient und gerade ein bisschen was hat, um sparen zu können, nicht nur sparen, also Notgroschen ist auch nötig, aber dann damit zu beginnen zu investieren. Und zwar in kleinen Schritten, regulär, am besten Monat für Monat. Und in diese berühmten ETFs in Wahrheit. Am besten mit günstigen ETFs. Wenn das Portfolio dann größer wird, dann macht man natürlich auch was Komplexeres. Gibt man verschiedene Assetklassen dazu natürlich, Diversifizierung, dann arbeitet man eventuell auch mit ein paar Spezialfonds. Das ist dann schon weiterführend, aber idealerweise beginnt man mal mit günstigen ETFs und arbeitet sich dann quasi weiter in der Investmentwelt. Und das Dritte ist einfach diese Knackpunkte im Leben, dass man das finanzielle Leben regelt, bevor das erste Kind da ist. Das ist ganz, ganz wichtig in der Partnerschaft. Und das Wichtigste ist einfach, man muss sich hinsetzen, man muss drüber reden mit dem Partner, aber auch idealerweise mit Freundinnen, mit den Frauen im Umfeld, damit das einfach zur Norm wird, damit das kein Tabu mehr ist und damit einfach diese Möglichkeit entsteht. Wie du richtig gesagt hast, wenn man mal aus der Norm rausfällt, dann entsteht viel Neues. Und wenn dieses Gespräch einmal, das vielleicht in der Beziehung noch nie geführt wurde, einmal geführt wird, dann entstehen eben auch neue Ideen und neue Arten und Weisen, damit umzugehen. Das geht aber auch hoffentlich, wenn ich meine Berufswahl schon getroffen habe und mich nicht so entschieden habe, wie ich es jetzt tun würde, wenn ich nochmal drüber nachdenken könnte. Naja, also ich glaube schon, Berufe kann man wechseln und das tun Frauen nach dem ersten Kind auch extrem häufig, dass sie dann nicht mehr in den gleichen Job zurückgehen oder dass sie dann irgendwie eine neue Karriere starten. Und das kann man natürlich auch machen. Und ja, also Berufe, das lässt sich auch ändern. Ist es eigentlich finanziell gescheiter, die Kinder früher oder später zu kriegen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, entweder früh oder relativ spät. Denn genau in der Mitte, sagen wir, also ich denke mir, wenn man wirklich Anfang 20 Kinder hat, dann ist man mit Anfang 30, also das ist doch meistens die Zeit, wo die Karriere eher Fahrt aufnimmt, dann sind die Kinder schon wieder alt genug, dass sie sich eigentlich mehr oder weniger gut um sich selbst kümmern können. Da muss man sie nicht mehr rund um die Uhr beaufsichtigen. Oder man macht das doch eher Ende 30, wenn man finanziell selbst schon gesettelt ist, das alles wesentlich besser planen kann und den temporären Einkommensverlust besser abfangen kann. Wenn man es so gut planen kann natürlich, was in den meisten Leben nicht möglich ist, aber im Grunde sagst du, bekommt die Kinder nicht dann, wenn er sie bekommt, sondern vorher oder nachher? Also ich würde wirklich sagen, ja, es lässt sich nicht immer planen, ja, manchmal kommt auch zufällig ein Kind und deswegen, gerade deswegen ist es so wichtig, schon mit 18 so zu tun, als würde man irgendwann ein Kind bekommen. Also wirklich so sagen, hey, ich beginne jetzt schon mit dem Investment, ich wähle jetzt schon einen Beruf, der mir auch Flexibilität erlaubt, denn dann ist es egal, wann es kommt. Dann ist man ja schon quasi von Tag 1 an vorbereitet und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Allerletzte Frage, was können denn die Männer tun, die jetzt zuhören, um dieses Gespräch und diesen Prozess auch zu beginnen, weil es ja oft auch einfach ein unangenehmes Thema ist. Ich glaube, über Geld, da sind wir zwei wahrscheinlich komplette Freaks, ja, aber über Geld reden die meisten Menschen einfach ungern und schon gar nicht, also gerade in einer Partnerschaft machst du ja normalerweise Dinge nicht auf, die bisher nicht besprochen wurden. Ne? Mir schreiben auch sehr viele Männer, die meinen Podcast hören und die mir eigentlich danken und sagen, hey, es ist wichtig, die Arbeit, die du machst, denn ich möchte auch, dass meine Frau, dass meine Freundin in Zukunft abgesichert ist und ich habe ihr deinen Podcast empfohlen. Also solche Nachrichten bekomme ich relativ oft und das, was Männer einfach machen können, sich hinsetzen und mit ihrer Frau oder Lebensgefährtin darüber sprechen und sagen, hey, wir haben noch nie darüber gesprochen, lass uns mal was anderes machen als Netflix schauen. Wunderbar. Danke, Larissa, dass du vorbeigekommen bist und ich hoffe, wir können in einiger Zeit dieses Gespräch wiederholen und die Situation hat sich deutlich verbessert. Danke für die Einladung. Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria.